Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Gott öffnet Türen, die du selber nicht öffnen kannst. Er ebnet dir den Weg und räumt dir Probleme aus dem Weg, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass du sie hast. Als ich zum Beispiel 1989 in die Vereinigten Staaten übergesiedelt bin, um dort auf eine Bibelschule zu gehen und dort drüben zu leben, da wusste ich nicht, dass sie einen nicht ins Land reinlassen, wenn du keinen Rückflugschein hast. Jetzt habe ich also mein Ticket gekauft und bin dann losgeflogen und komme dann in Atlanta in Georgia an und komme zur Immigrationsbehörde und da sitzt eine Frau da und die schaut mich an und sagt, ihr Ticket bitte, und ich gebe ihr mein Ticket und sie schaut es an und sagt, da ist kein Rückflugschein dabei. Und ich sage, ja, wo ist das Problem? Sie brauchen einen Rückflugschein, wenn sie hier rein wollen, weil sonst kommen sie gar nicht erst rein, sondern müssen gleich wieder raus. Geschlossene Tür. Okay. Aber ich hatte ganz klar im Herzen die Führung, dass ich in die Vereinigten Staaten gehen soll, um auf diese spezielle Bibelschule bei einem bestimmten Bibellehrer gehen zu sollen. Jetzt ist die Tür zu. Jetzt blätter ich da halt so in diesem Ticket rum. Das war damals noch Papier und haben aus vielen Seiten bestanden. Wer erinnert sich da noch? Na, du blätterst und blätterst und blätterst und dann sehe ich ganz hinten in meinem Ticket, ist eine Bordkarte für eine Überfahrt über den Atlantischen Ozean von New York nach Bremerhaven oder Hamburg auf einem polnischen Frachter dran getackert. Und ich sage, ja, doch, bitte, ist doch Rückflug, Rückfahrt, Rückfahrt. Sie haben mich angeschaut, hat gesagt, auf einem polnischen Frachter? Und ich sage, ja, ich habe da nicht das weiter ausgeführt, logischerweise, weil ich wollte ja rein, ja. Wir haben uns dann unterhalten und haben festgestellt, sie ist auch Christ und dann war der Weg noch mehr geebnet. Ich konnte in die Vereinigten Staaten rein, ohne dass ich einen Rückflugschein hatte, obwohl ich nicht wusste, dass ich einen Rückflugschein brauche, um überhaupt reinzukommen. Aber Gott hat es gewusst. Ich habe das Angebot nie in Anspruch genommen. Ich bin wesentlich länger geblieben als das. Ich habe das dann immer wieder amtlich verlängern lassen und alles, ganz klar. Immer brav, ordentlich, legal und alles. Aber ich habe mir gedacht, das ist prima. Ich bin dann weitergeschlappt mit meinem Koffer in der Hand und ich habe mir gedacht, ich wäre jetzt um ein Haar nicht reingekommen. Gott hat ein Problem für mich gelöst, das ich gar nicht wusste, dass ich habe. Gott öffnet Türen. Sag mal mit mir, Gott öffnet Türen. Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 und 8. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, der schließt und niemand wird öffnen. Was ist der Schlüssel Davids? Der Schlüssel Davids, ihr Lieben, ist der Glaube. Der Schlüssel Davids ist der Glaube. Als David zum Beispiel auf Goliath traf, hatte er Glauben, dass er den Goliath besiegt. Diesen Glauben hat Gott ihm ins Herz gegeben, das war für ihn vollkommen klar, das war überhaupt kein Thema. Vorher, also bevor er Goliath begegnet ist, war er ein Hirtenbube. Ein Hürbur, ein Hütejunge. Und jetzt plötzlich war er ein General in der Armee des Königs. Vorher, nachher. Goliath war eine Tür. Sah zwar aus wie ein Riese, war aber in Wirklichkeit eine Tür. In die Berufung von David hinein. So, wie, was hat die Tür aufgemacht? Der Glaube hat diese Tür aufgemacht. Und noch viele andere weitere Türen für David. Also dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen, der schließt und niemand wird öffnen. Um geöffnete Türen von Gott zu bekommen, brauchst du Glauben. Gut, wie kriegt man den? Ja, das sagt uns Vers 8. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Wer hätte auch gern geöffnete Türen, die niemand schließen kann? Gut. Denn, gerade haben wir schon gesagt, denn du hast eine kleine Kraft. Das Wort Kraft ist Dynamis und wir leiten unser Wort Dynamit davon ab. Das ist eine Kraft, die etwas tut. Okay? Das ist eine Wirksamkeit. In der Gemeinde war die Wirksamkeit des Heiligen Geistes vorhanden. Eine kleine Kraft, aber immerhin eine Kraft. So, wenn der Prediger gepredigt hat,
dann sind die Menschen entweder aufgebaut, ermahnt oder getröstet gewesen. Sie sind nicht gelangweilt gewesen, sie waren nicht frustriert hinterher, sie haben sich nicht gedacht, au, wei, und sind wieder heim, sondern da war was. Hat sie positiv verändert. Sie haben gebetet und sie haben Erhörungen empfangen. Eine kleine Kraft war da. Es war ein lebendiges Glaubensleben in dieser Gemeinde. Wunderbar. Also das brauchen wir. Können wir uns natürlich auch nicht irgendwie selber anziehen, sondern das muss sich irgendwie ergeben. Deswegen lesen wir jetzt weiter und dann stellen wir fest, was wir jetzt tun können, um diese geöffnete Tür zu bekommen. Weiter geht's. Du hast eine kleine Kraft, erstens. Zweitens, du hast mein Wort bewahrt. Ist schon mal gut. Wenn du also geöffnete Türen von Gott haben möchtest, dann musst du das Wort Gottes ernst nehmen. Dann musst du bibeltreu sein. Dann musst du das, was die Bibel sagt, ernst nehmen. Es ist nicht so schwer. Man kann sich dazu entscheiden, zu sagen, okay, Herr, ich nehme die 10 Gebote ernst. Als Verhalten Gott und den Menschen gegenüber. Herr, ich glaube, dass Jesus Retter ist und mich gerettet hat, mir meine Sünden vergibt, glaube ich. Amen. So hältst du das Wort Gottes fest. Ist ziemlich einfach. Und dann geht's weiter. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Christen dort haben sich zu Jesus bekannt. Auf der Arbeit, im Sportverein, im Kindergarten, in der Schule, auf der Universität. Überall haben sie sich zu Jesus bekannt. Und zwar in Worten und in Taten. Denn du kannst Jesus ja auch verleugnen in Taten. Stimmt das? Indem du zwar sagst, du bist Christ, aber dann genau anders handelst, als Jesus handeln würde, bist du nicht mehr glaubwürdig. Und dann gibt es auch keine geöffneten Türen für dich. Aber der Herr hat mir diese Botschaft gegeben, weil er mir ins Herz geflüstert hat, er will dir Türen öffnen. Bei manchen ist es so, dass sie durch Türen jetzt durchgehen werden. Du wartest schon seit ewig langer Zeit, dass eine bestimmte Tür aufgeht. Jetzt ist endlich die Zeit. Jetzt wirst du durch diese Tür hindurchgehen. Jetzt wird sich endlich was tun. Der Herr öffnet dir die Tür. Finde ich wunderbar. Ist eigentlich ganz einfach. Der Schlüssel zu der Tür ist zu sagen, Jesus, ich will deinen Willen tun. Sei du der Herr meines Lebens. Komm in mein Leben hinein und entfalte dich da. Sag mir, was ich machen soll und ich gehe. Sag, ich soll kommen und ich komme. Sag, ich soll gehen und dann gehe ich. Ich werde mich bemühen, dir nachzufolgen und das zu tun, was du willst. Das ist der Schlüssel. Das ist ziemlich einfach. Wenn du diese Herzenshaltung hast, dann geht es immer weiter, weil der Herr dir immer Türen aufmachen wird. Amen. Das ist wunderbar. Im Johannes Kapitel 14, Vers 23, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, dann hält er mein Wort. Und dann werde ich ihn lieben und der Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Also, wenn du das Wort Gottes ernst nimmst und Jesus bekennst und nicht verleugnest in Wort oder Tat, dann kommt der Herr und er zieht bei dir ein. Er wohnt dann bei dir. Ich finde es prima. Ist nämlich richtig gut, mit Gott unter einem Dach zu leben. Sagen wir mal Amen. Okay, jetzt lasst uns mal ganz kurz zu Johannes Kapitel 20 gehen, Vers 19. Jesus ist gerade gestorben und er ist wieder auferstanden. Aber die Jünger, die wissen das noch nicht. Deswegen haben sie jetzt alle Türen im Haus verrammelt. Nicht die Türe, sondern die Türen aus Angst vor den Juden. Und da sitzen sie jetzt und grämen sich. Jetzt Frage, lieben die Apostel Jesus? Definitiv. Sie lieben ihn. Halten sie sein Wort? Ja, so gut wie sie können. Okay, gut. Dann ist doch eigentlich die Bedingung für Johannes Kapitel 14, 23, dass er dann bei uns einzieht, gegeben. Was müsste dann jetzt also passieren? Dass in dieser Gruppe von Jüngern hinter den verschlossenen Türen sich irgendwo Jesus bemerkbar macht. Und wisst ihr, dass genau das passiert? Sie sitzen da und fürchten sich. So wie du vielleicht daheim sitzt und schon ewig nicht mehr auf die Straße gehst oder überhaupt irgendwo hingehst, weil du dich fürchtest vor Corona, vor der Corona-Politik, vor allem Möglichen. So sitzt du jetzt daheim und grämst dich und fürchtest dich und bist sauer auf alle. Aber du liebst Jesus und du willst eigentlich mit ihm gehen, du willst ihm recht machen. Und jetzt passiert dir heute Abend genau dasselbe wie den Jüngern. Ja, du hörst jetzt meine Botschaft, du siehst es, der Herr spricht jetzt zu dir, okay? Er ist jetzt bei dir hinter deiner Tür aufgetaucht. So wie Jesus jetzt bei den Aposteln
durch die verschlossene Tür einfach durchgeht und plötzlich, wumms, erscheint er ihnen. Und in dieser dunklen Stube, weil die Fensterläden sind natürlich auch zu, leuchtet plötzlich ein Licht. Und sie blicken auf, was ist denn das? Und dann sehen sie, dass Jesus dasteht. Und sie sind so verblitzt, dass ihnen der Mund offen steht und sie nur glotzen. Und er sagt, ich bin's wirklich, fasst mich an. Ich bin kein Geist, hat ein Geist vielleicht Fleisch und Bein, fasst mich an. Und dann fassen sie ihn an und sie sind total begeistert. Er isst Fisch mit ihnen und er öffnet ihnen die Tür zu einem neuen Leben. Weil jetzt haben sie den Auferstandenen gesehen, versteht ihr? Und er sagt ihnen, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Er öffnet ihnen die Tür zur Welt. So, wenn also du jetzt in der Lage der Jünger bist, du hast dich daheim verbarrikadiert aus Angst, aus Zorn, aus Frust. Dann sagt der Herr zu dir, ich öffne dir jetzt die Welt. Schließ dich wieder dem Leben an. Komm wieder in die Gänge. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich bin immer noch in Kontrolle, sagt der Herr. Geh wieder raus auf die Straße. Geh wieder in eine Gemeinde. Schau nicht nur online die ganze Zeit. Mach wieder Sport, geh in einen Sportverein. Mach solche Sachen. Fang wieder an zu leben in Gottes Namen. Du sagst, ja, aber es wird immer alles schlimmer und mit der Politik wird es auch immer schlimmer. Und überhaupt macht mir große Probleme. Schau. Denk in solchen Frustmomenten an den Pharao. Der Pharao hat das Volk Gottes nicht ziehen lassen. Als Mose kam und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, nö. Gott hat Pharao mit harter Hand gezwungen, sein Volk ziehen zu lassen. Es hat sich allerdings erst was getan für die Sklaven, für das Sklavenvolk, als sie sich zurückgewendet hat zum Herrn. Als sie sich zum Herrn zurückgewendet haben und angefangen haben, mit ihm zu reden und zu beten und zu sagen, Herr, hilf, hat Gott ihnen geholfen, kam er und hat ihnen geholfen. Und als dann Gott ihnen die Tür aufmachen wollte, in die Freiheit hinein, hat der Sklaventreiber gesagt, nein, und hat die Tür zugehalten. Aber Gott hat ihn mit 10 Plagen gezwungen, die Tür aufzumachen und das Volk ziehen zu lassen. Gott sitzt immer am längeren Hebel. Und wenn Gott mal beschlossen hat, dass jetzt die Zeit für dich ist, frei zu sein, dann kann dich nichts und niemand mehr hindern. Auch der Pharao nicht. Amen. Jeder Diktator und jede anmaßende Regierung scheitert irgendwann und kommt irgendwann an ihre Grenzen und vergeht irgendwann. Freiheit gibt es allerdings erst dann, wenn du dich zum Herrn wendest. Das Volk Israel hat sich erst zu Gott wenden müssen, hat sich auf den Gott ihrer Väter besinnen müssen und dann ging es wieder gut weiter. Dann kam Gott, kaum hat er gesehen, die beten, die wenden sich zurück zu mir, sie kommen zur Besinnung, das ist wunderbar, hat er einen Ruf losgelassen. Und der Schall ist ausgegangen bis hinter, in den hintersten Ort der Wüste am Sinai. Dort ist ein Dornbusch in Flammen aufgegangen. Und der Engel aus dem Dornbusch hat dann geredet, Mose, hol das Volk aus Ägypten, jetzt ist Zeit, sie rufen wieder zu mir. Und dann kam Mose und hat sie befreit. Und Pharao konnte nichts gegen sie ausrichten. Als sie dann ans Rote Meer gekommen sind, und der Pharao sich überlegt hat, sich gedacht hat, was mache ich hier? Ich lasse meine Arbeitskräfte gehen, wer baut mir jetzt in Zukunft die Pyramiden? Hat er sein Militär genommen und ist dem Volk Israel nachgelaufen. Nachgeritten, nachgaloppiert, die Ketten haben gerasselt an den Panzern, ja, die haben schon geladen und alles. Und dann hat es doch nicht geklappt. Israel hat einen Moment lang Angst gehabt, als vor ihm das Meer war, vor dem Volk das Meer und hinter ihm die Armee. Aber dann hat Gott auch wieder eine Tür geöffnet. Ich spreche hier von übernatürlichen Türen. Ich spreche von Kräften, die dir Türen öffnen, die nicht von dir ausgehen, sondern Gottes Kräfte sind. Er öffnet dir die Tür. So wie jetzt den Israeliten. Mose schreit zu Gott und Gott sagt, was schreist du denn zu mir? Nimm deinen Stab und streck ihn über das Wasser aus. Und Mose macht es und das Wasser teilt sich und Israel geht hindurch. Gott hat übernatürlich eine Tür geschaffen für sein Volk. Er holt dich nämlich nicht aus der Sklaverei heraus, um dich dann im Taufwasser ertrinken zu lassen. Amen. So, es geht weiter, sag mal, es geht weiter. Ich weiß nicht, in was für eine Situation du jetzt bist. Bestimmt unangenehm, schwierig. Es geht weiter. Gott wird die Türen öffnen, mit denen du jetzt noch gar nicht gerechnet hast. Das hat er drauf. Er ist der Türöffner. Es geht weiter. Amen. Wir können da auch ins Neue Testament schauen. Im Neuen Testament siehst du die Apostel, die gepredigt haben.
Und es hat die Regierung seinerzeit den Sanhedrin der Juden verdrossen, haben sie ins Gefängnis gesteckt. Alle Zwölfe. Und dann kam ein Engel in der Nacht und hat die Türen aufgemacht. Von allen Zwölfen. Und dann sind sie rausgegangen. Und am nächsten Tag standen sie wieder im Tempel und haben gepredigt. Denn der Engel hat gesagt, stellt euch hin und predigt. Egal, was irgendjemand dagegen hat. Und dann kam die Polizei und die Regierung und die haben sie vorführen lassen wollen. Dann sind sie ins Gefängnis, haben alles gut versperrt gesehen, die Wachen davor stehen, aber es war niemand mehr in den Zellen. Solche Sachen macht der Herr. Allerdings, denk dran, du musst ein paar Sachen machen. Du musst dich auf den Heiligen Geist einlassen, dass du eine kleine Kraft hast. Du musst mit seinem Wirken rechnen und darfst nicht denken, dass das Christentum, das du praktizierst, nur eine Verstandessache ist, eine zerebrale Sache, die vom Kopf ausgeht. Nein. Gottes Kräfte schalten und walten und helfen und wirken in deinem Leben. Dazu musst du dich bereit erklären, musst sagen, Heiliger Geist, wirk in meinem Leben. Erstens. Zweitens, Herr, ich respektiere dein Wort, ich akzeptiere dein Wort, ich bewahre dein Wort. Und das Dritte ist, du verleugnest sie nicht, weder durch Worten, durch Taten. Das ist der Schlüssel, erinnert euch? Wenn wir diese Dinge im Glauben tun, dann geht es immer weiter, dann sind immer Türen offen. Dann, wenn sich immer Türen auftun, dann wird es immer weitergehen. Es wird immer weitergehen, egal wie es für dich aussieht. Lass mich auf noch was eingehen. Richter Kapitel 16, die ersten drei Verse. Hammerverse. Da ist die Rede vom Richter Simson. Ihr wisst schon, Simson, der sah ganz mächtig und normal aus, aber hatte, wenn der Geist Gottes auf ihn kam, eine kleine Kraft. Dann war er stark, dann war er so stark, dass er mit einem Eselskinnbacken 1000 ausgebildete Soldaten aus dem Weg räumen konnte. Dann konnte er mit bloßen Händen einen Löwen zerreißen. Göttliche Kräfte. So, dieser Simson, immer dieser Richter Israels, ein Mann aus Dan, dem Stamm Dan, der geht jetzt nach Gaza. Und in Gaza ist nicht Israel. In Gaza wohnen die Heiden. Da läuft er jetzt rum, keine Ahnung, was er da genau macht, aber er sieht eine, ich traue es mich gar nicht sagen, er sieht eine Hure. Und er ging zu ihr ein. Er läuft an der vorbei, ja? Und dann geht er zu der. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht wacht er dann auf. In der Zwischenzeit hat sich in ganz Gaza schon herumgesprochen. Der Feind der Philister, weil Gaza ist im Philisterland. Der Feind der Philister, der tödliche Richter Simson, der Superstarke, der ist gekommen und hat sich einer Frau hingegeben bei uns. Haben sie das Stadttor verriegelt. Und haben sich in Lauerstellung in den Häusern und in den Nischen und so weiter verschanzt und darauf gewartet, dass er kommt, dass sie dann mit dem Speer voraus auf ihn zurennen können und ihn umlegen können. Das wollen sie ihren Feind erledigen. Also, Stadttor ist zu, überall wartet die Polizei mit durchgeladenen Kanonen. Und Simson liegt und er liegt und er liegt bis Mitternacht. Und um Mitternacht wacht er auf und denkt sich, Gott im Himmel, was hab ich nur gemacht? Bin ich total verrückt, dass ich zu einer philistischen Hure gehe? Ich, als Mann Gottes aus Israel. Er zieht sich an, ja, er gibt ihr das Geld und er schlappt raus auf die Straße und denkt sich, ach Mann, ich bin so ein Idiot. Und er bittet Gott um Vergebung. Er sagt, Herr, vergib mir, ich mach's nicht wieder. Amen. Kaum ist ihm die Sünde vergeben, merkt er, wie da die Speere und die Schwertspitzen glänzen im Schatten. Und er sieht, dass die Stadttor zu ist. Aber da kommt der Geist Gottes auf ihn. Und er geht in der Kraft Gottes auf dieses Stadttor zu. Er nimmt den Riegel und er nimmt nicht nur den Riegel, er nimmt beide Flügel des Stadttors und hebt sie aus der Angel. Und die Philister, die trauen sich jetzt nicht an ihn hin. Sie merken die gewaltige Kraft Gottes auf dem Mann. Und er nimmt das Stadttor und er wandert mit dem Stadttor in der Hand davon auf den Berg hinauf, der vor Hebron ist. Das sind einige Kilometer, ich habe mal nachgeschaut. Das sind einige Kilometer. Ein riesiger Schmetterling geht er um Mitternacht die Straße von Gaza nach Hebron hinauf, bis er das Ding dann irgendwann mal wegwirft. Simson lag bei einer Hure bis Mitternacht.
Und dann heißt es, um Mitternacht stand er auf und hat das Stadttor aus den Angeln gehoben. Also, pass mal auf, fasse es, der Mann sündigt, volle Kanone, okay, keine Diskussion. Dann steht er auf, das heißt extra um Mitternacht. Und dann heißt es weiter um Mitternacht, also zur selben Stunde, zur selben Zeit, hebt er das Stadttor aus den Angeln in der Kraft Gottes. Wie geht es? Wie gibt es das, dass der Mann jetzt sündigt und im nächsten Moment ist er voller Kraft und Gnade Gottes? Zwischen der Sünde und dem Wunder lag das Bekenntnis der Sünde. Das war alles. Dann war er wieder hergestellt. Simson ist übrigens wirklich nie mehr zu Huren gegangen. Hat er nie mehr gemacht. Er hat also Buße getan und es war in Ordnung. Und jetzt, sag ich mal, Simson hat gesündigt, hat Buße getan und dann war die Kraft Gottes weiterhin bei ihm. Und du sitzt schon seit Jahr und Tag rum, hast um Vergebung gebeten für eine bescheuerte Sünde, die du vor 10 Jahren getan hast. Immer wenn es dir schlecht geht, wenn dir was missglückt, dann bekennst du wieder, was du damals verkehrt gemacht hast. Und der Herr sagt, was bitte soll das? Dir ist vergeben. Wem nützt das, wenn du die ganze Zeit mit einem Elendsgewissen herumläufst? Hakt es ab. Das Blut Christi ist stark genug, dir die Sünden zu vergeben. Du hast es ja seitdem nicht mehr gemacht. Es ist in Ordnung. Dir ist vergeben. 1. Johannes Kapitel 1, Abvers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Er ist treu, er macht es dann wirklich. Du kannst dich auf ihn verlassen, er ist dann wirklich treu und vergibt dir die Sünde. Und er ist gerecht, weil er dann nämlich nicht auf deine Sünde blickt, sondern auf die Strafe, die er selber für deine Sünde gelitten hat. So ist er treu, dass er dir vergibt und gerecht, dass er dich nicht leiden lässt für eine Sünde, für die er selber schon bezahlt hat. Okay, und jetzt bitte, in Gottes Namen, ergreift es endlich. Dir ist vergeben. Amen. Und jetzt lass mich noch zum Abschluss auf einen eingehen. Apostelgeschichte Kapitel 12. Da ist Petrus im Gefängnis. Und jetzt leuchtet in der Nacht ein Licht und ein Engel erscheint und er schlägt den Petrus auf die Seite. Der schläft nämlich. Am Tag vor seiner Hinrichtung schläft er wie ein Murmeltier. Weil Jesus ihm geweissagt hat, du wirst alt werden. Auf jeden Fall weckt er ihn und der Engel sagt zu Petrus, steh schnell auf. Petrus steht schnell auf und die Ketten fallen ab. Und dann sagt er, komm mit. Und dann geht der Engel und Petrus geht hinter ihm her und die Türen gehen auf. Petrus geht hinter dem Engel her, er schaut die Wachen an, er schaut, ob die was sehen. Nein, die sehen nichts. Das ist richtig cool. Dann geht das äußere Tor auf und er steht zum Schluss auf der Straße und der Engel, der ist weg und Petrus stellt fest, ich stehe wirklich auf der Straße. In dem Fall ist auf der Straße stehen was Gutes. So, was hat Petrus gemacht, um die Türen aufzumachen? Nichts. Vorher hatte er eine kleine Kraft. Er hat das Wort Gottes ernst genommen und er hat Jesus bezeugt. Deswegen war er in diesen schwierigen Situationen. Aber der Herr hat ihm diese Türen geöffnet. Gott hat es gemacht. Souverän, das finde ich prima, aber jetzt pass mal auf, es passiert noch was. Jetzt geht er also durch die Seitengassen, nicht die Hauptstraße entlang, sondern durch die Seitengassen und die Winkel, durch die Nacht, bis er dann vor der Gemeindetür steht. Und vor der Gemeindetür steht er jetzt und klopft an. Und er klopft und klopft und klopft. Schau, die Gemeindetür, die tut sich nicht von selber auf. Sondern da klopft er und klopft und klopft und klopft. Warum hören die nicht? Weil die voll im Gebet sind. Die beten für ihn, wie verrückt. Herr, gib dem Petrus die Freiheit, lass ihn leben, Herr. Und in der Zwischenzeit klopft Petrus. Dann kommt eine Magd, eine Mitarbeiterin, die macht das Guckloch auf, schaut raus, sieht Petrus, schreit, macht wieder zu, rennt rein und sagt, er steht vor der Tür, er steht. Wer steht vor der Tür? Petrus steht vor der Tür. Das kann nicht sein, der ist im Knast. Und so debattieren sie jetzt da untereinander. Sehr witzig. Die haben eine Gebetsversammlung. Oh Herr, schick Erweckung. Und dann klopft die Erweckung an der Tür und sie machen nicht auf. Oh Herr, schick uns vollmächtige Verkündiger. Die vollmächtigen Verkündiger stehen an der Tür und sie machen nicht auf. Stattdessen diskutieren sie, dass das alles eigentlich gar nicht sein kann. Kann doch nicht sein, dass da Petrus vor der Tür steht. Kann doch nicht sein. Die Gemeindetür geht nicht von selber auf. Da muss er klopfen und klopfen und klopfen und klopfen und klopfen, bis er dann endlich aufgeht. Man ist fast
versucht zu denken, dass diese Gebetsversammlung mehr so ein soziales Zusammenkommen war. So, okay, Gebetszeit geht los. 2, 3, 4. Oh Gott, hilf dem Petrus. Okay, Zeit vorbei. Okay, gut. Gehen wir noch Eis essen? Aber Gott hat ihr Gebet trotzdem erhört. Und jetzt klopft Petrus und klopft, bis sie dann endlich ihm die Tür aufmachen und ihn reinlassen. Ich fand das schon witzig. Die Gefängnistür geht von selber auf. Die Gemeindetür, an die muss er klopfen wie verrückt. Was sagt uns das? Wenn du neu in eine Gemeinde kommst, dann kann es sein, dass du da erstmal eine Zeit lang klopfst, bis die Leute wissen, wer du bist und bis sie ein bisschen Erfahrung mit dir haben. Das ist normal. In jede neue Gruppe, in die du kommst, da wirst du erstmal angeschaut, wie du bist und wer du bist und so weiter. Und da fallen sie dir vielleicht nicht sofort total um den Hals. Ist dem Petrus entsprechend gegangen. Den haben sie nicht sofort reingelassen. Aber zum Schluss haben sie ihn dann doch reingelassen und er konnte sich profilieren. Das heißt, er war dann auch gleich wieder weg. Aber das ist eine andere Geschichte. So, denk dran. Menschen sind Menschen. Und wenn du zu einer neuen Gruppe dazukommst, dann erwarte, dass sie dich erstmal ein bisschen klopfen lassen. Bis sie dann ihr Herz auftun und dich reinlassen. Nur weil du in einer Krise bist, heißt nicht, dass Gott dich verlassen hat oder versäumt. Im Gegenteil, er öffnet dir neue Türen, größere Türen. Bessere Türen. Der Herr sagt, ich öffne deine Türen. Dinge, auf die du schon lange gewartet hast, werden sich jetzt endlich erfüllen. Amen. Lass mir noch eine Sache sagen. Wir hatten ja vor 2, 2,5 Jahren Corona und Lockdown. Und plötzlich waren die Gemeindetüren zu. Die Leute durften nicht mehr kommen. Ich schon, was mein Arbeitsplatz war. Also stand ich da mit einer kleinen Gruppe, so wie heute, vor der Kamera und habe in sie hineingepredigt. Und habe das dann hochgeladen und ich habe mir gedacht, hey, bisher haben wir einen Gottesdienst hochgeladen, jetzt lassen sie uns nicht mehr, weil sie die Türen zugemacht haben, jetzt gehen wir durch die Online-Tür und jetzt laden wir einfach 2 Botschaften hoch. Das haben wir gemacht. Das hat einen gewissen Anklang gefunden, Leute sind immer mehr geworden, immer mehr haben geschaut, immer mehr haben auch gemerkt, hey, wir wollen, dass das bleibt, wir wollen, dass das weitergeht und haben das dann unterstützt. Bis dann etwas zustande kam, was ich schon seit Jahrzehnten in mir herumtrage, dass der Herr möchte, dass wir im Fernsehen das Wort Gottes predigen. Die Haustüren sind zugegangen, aber die Medientüren sind aufgegangen. Und wenn eine Tür zugeht, dann macht der Herr halt eine neue auf. Amen. So, denk dran. Egal, wo du jetzt bist und wie du jetzt drauf bist, Gott öffnet dir die Türen. Was du machen musst, ist, den Schlüssel benutzen und sagen, Herr, ich will deinen Willen tun, lass mich auf dich ein, sprich zu mir durch dein Wort. Ich werde dich nicht verlassen und dich nicht versäumen, Herr, und du verlässt mich und versäumst mich auch nicht. Amen.